che ci state in questo momento ascoltando, liebe Freunde, die uns zuhört, questo giorno vi vogliamo far conoscere Gesù. An diesen heutigen Tagen möchten wir euch von Jesus erzählen. Forse qualcuno si meraviglierà. Vielleicht wird heute einer sagen, ja, was soll denn das? Si meraviglierà perché noi siamo questa piazza predicando ad alta voce. Sie werden sich fragen, warum wir hier auf diesem Platz stehen und mit lauter Stimme zu euch sprechen. Noi vi annunziamo Gesù il liberatore. Wir verkündigen euch Jesus, der Befreier. Colui che è venuto sulla terra circa 2000 anni fa. Derjenige, der fast vor 2000 Jahren hier auf diese Welt kam. Ed è morto alla croce. Und er gestorben ist am Kreuz. E il terzo giorno è risuscitato. Und das am dritten Tag auferstanden ist. Per dare all'umanità. Um der Welt, um das ganze Menschheit. Per dare all'umanità la liberazione dal peccato. Um der Menschheit, der gesamten Menschheit, die Befreiung der Sünde zu geben. Perché Gesù è morto alla croce spargendo il suo prezioso sangue. Denn Jesus ist gestorben am Kreuz und hat sein Blut vergossen. E il sangue di Gesù è ancora oggi potente. Und das Blut Christi ist heute noch mächtig. Da lavarci, da liberarci. Um zu reinigen, um zu befreien. Da ogni nostro peccato. Von jeder unserer Schuld und Sünde. Forse qualcuno penserà, io non ho peccato, non ammazzo nessuno, non ho rubato. Vielleicht sind Leute da und denken, ja, ich bring doch niemand um, ich hab eigentlich gar keine Sünde. Ich tu nichts Böses. Ma la parola di Dio ci dice che non c'è nessuno nel mondo che non è senza peccato. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass es niemand auf der Welt gibt, der ohne Sünde ist. Il peccato, sapete, porta il legame. Die Sünde bringt eine Bindung mit sich. E Gesù è venuto a rompere questi legami. Und Jesus kam, um diese Bindungen zu zerstören, zu lösen. Molti nel mondo sono legati da sofferenze. Viele auf der Welt sind gebunden von irgendwelchen Gebrechlichkeiten. Ma Gesù oggi ti vuole far sapere. Aber Jesus möchte heute dir einfach sagen, che c'è una via di scampo. Dass es eine Möglichkeit gibt, zu entweichen von diesen Sachen. E Gesù che è vivente, und Jesus der lebendige ist, vuole liberarti da questa sofferenza. Er möchte dich einfach befreien von dieser Krankheit. Il mondo oggigiorno è pieno di sofferenze, di paure. Die Welt heute ist voll. Die Welt heute ist voll von Leiden. Molti cercano la soluzione. Viele suchen eine Solution. Ma non la trovano. Aber sie finden einfach keine Lösung. Molti hanno sentito di questa malattia AIDS. Viele haben schon davon gehört, von dieser Krankheit AIDS. Molti conoscono la sofferenza del cancro. Viele kennen einfach das Leiden, wenn jemand krebskrank ist. E cercano la soluzione per trovare in medicinale per guarire queste sofferenze. Und man versucht jetzt verzweifelt nach Medizin zu suchen gegen Krebs und gegen AIDS. Ma il mondo è malato di qualcosa di peggiore di queste malattie. Aber die Welt ist noch schlimmer krank wie diese zwei Krankheiten. Ed è la malattia più peggiore. Das ist die schlimmste Krankheit. È proprio il peccato. Das ist nämlich die Sünde vor Gott. Sapete, il peccato ci porta alla morte eterna. Wisst, dass die Sünde uns für den ewigen Tod bestimmt ist. La morte eterna è la separazione eterna da Dio. Der ewige Tod ist die ewige Trennung vor dem Menschen und Gott. Ma Gesù oggi vi dà la possibilità. Aber Jesus sagt heute hier auf diesem Platz und gibt euch heute die Möglichkeit. Non dire oggi che non mi interessa. Sag nicht heute, ach, es interessiert mich nicht, es geht mich nichts an. Perché dovrai dare conto a Dio un giorno. Weil eines Tages wirst du vor Gott stehen und du musst dich dafür verantworten. E noi gli diciamo che oggi c'è un farmaco, un medicinale adatto per la tua sofferenza. Und wir sagen euch einfach heute, es gibt eine Medizin, es gibt einen Pharmazeuten, der euch heute was verkündigen, was sagen will. E questo è il sangue di Gesù. Und das ist das Blut Jesu, das er vergossen hat auf Golgatha. E noi non lo possiamo dire forte possibile. Und wir können das nicht laut genug sagen. Perché il sangue di Gesù è potente oggi a lavare, a liberare da ogni
sofferenza e soprattutto dal peccato. Accettate questo. Weil das Blut Jesu so mächtig ist, jede Krankheit zu heilen, die Sünde vor Gott zu trennen, weil er am Kreuz gestorben ist dafür. Noi conosciamo questo medicinale e ve l'annunziamo questo giorno. Per questo siamo qua questo giorno. Wir kennen einfach diese Medizin. Das, deswegen verkündigen wir euch das. E Dio vi benedica. Möge Gott euch benedigen. Es ist Jesus. Credete questo. Glaubt das. Il Signore ha parlato ora. Jesus hat heute zu dir gesprochen. Il Signore ha parlato a me ora. Jesus hat zu mir gesprochen. Guardate là. Guckt mal da hoch. Guardate là. Guckt mal, dreht euch mal kurz um und guckt mal einfach. Nel cielo, nelle nuvole. Guckt in den Wolken rein. Vedete quei raggi che entrano. Könnt ihr diese Strahlen sehen, die durch die Wolken durchgehen? Guardate. Strahl. Guardate. Weil du das Wort Gottes gehört hast. E non ho visto poco fa. Und ich habe gesehen vor einigen Minuten. Che tramite questi raggi? Dass durch diese Sonnenstrahl. È passato un aereo. Da flog ein Flugzeug durch. E questo mi ha fatto capire. Und das hat mir einfach zu verstehen gegeben. Che sono i tuoi pensieri sbagliati. Das sind deine falschen Gedanken. Che entrano in quella comunione che tu ora stai prendendo. Dass sie einfach durchfliegen in deine Gedankenwelt, wenn das Wort Gottes zu dir spricht, dass es deine Gedanken